Wir haben den 14.05.2024 um 20 Minuten vor 5. Wenn ich einerseits sage, dass die schwarze Magie beendet ist, andererseits aber die Spiegelkraft wieder verwende und geradezu erneut einführe in voller Stärke, wie ist es miteinander zu vereinbaren? Nun, der wichtigste Punkt ist, die Spiegelkraft hat niemals zur schwarzen Magie gehört. Die schwarze Magie hat sich die Spiegelkraft böswillig vereinnahmt. Die Spiegelkraft gehörte schon immer zu mir und gehört auch wieder zu mir. Entscheidend ist der Ursprung einer Kraft. Die schwarze Magie ist nichts weiter als böse und hat ihren Ursprung im irdischen Machtstreben der bösen Personen. Die Spiegelkraft, die hat ihre Kraft aus dem Universellen. Sie bezieht ihre Kraft von Musubi und gehört zu dem Weiblichen über das Element Wasser. Die Spiegelkraft ist ein Geschenk an die Menschen als weibliche Kraft mit dem Element Wasser. Mit schwarzer Magie hat sie gar nichts zu tun, außer dass sie von den Schwarzmagierinnen böswillig vereinnahmt worden ist. Rituale sind eine kraftvolle Gestaltung, die vom Musubi ausgeht. Ich selber habe mit Ritualen die Welt umgestellt. Nicht nur mit Ritualen, aber auch mit Ritualen. In Musubi-Weltheilung, die Bibel, heilige Schrift des neuen Zeitalters, beschreibe ich, wie meine gesamte Indienreise ein einziges Ritual zur Weltumstellung war. Und diese Kraft, die steht uns als Spiegelkraft jetzt wieder zur Verfügung.